Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play League of Legends. Wir sind wieder hier mit dabei und testen jetzt mal die Anivia aus. Oder den Anivia oder das Anivia, aber ich glaube, es ist ja eine Diva. Sie hat eine weibliche Stimme, auch wenn es ein Vogel ist. Ja, würde ich mal sagen. Ja, wir testen jetzt einfach mal aus hier und ich habe die schon mal gespielt. Fand's auch ganz cool, komm aber noch nicht ganz klar mit dem Vogel, da er wirklich verdammt langsam ist. Und darum habe ich mir jetzt einmal mal auch den Teleport reingehauen, damit ich schnell bei meinen Freunden da so sein kann. Im Gegenteil ist die Soraka auch kein sonderlich guter Angriffssupporter. Woraufhin, Dennoch kann Anivia auch sehr stark auf AP gehen und das werde ich auch einfach mal austesten. Einfach mal gucken, wie stark Anivia da draufhauen kann auf die... ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen, ob der Pantheon auf Off-Tank geht oder Death-Tank. Aber die haben ja auch nicht viele Tanks, die haben ja auch nur einen Tank. Also von daher ist es jetzt auch kein Problem, wenn ich da auf Offensiv-Tank gehe. Und wir haben noch den Fizz, der ist auch gleich fertig mit Laden. Lad. Oh, jetzt kriege ich doch einen Schluck. Boah. So. Das war heute mein letzter Schultag. Ich werde bin heute das letzte Mal offiziell zur Schule gegangen, mein ganzes Leben. Es ist feuchtfröhlicher Freitag und ich ja, erwarte jetzt einen Win, weil ich momentan im Ranking nur noch verliere. Ja, es sieht sehr böse aus im Ranking momentan. Ich bin von Silber 2 auf Silber 5 abgestiegen und versuche mich gerade auf Silber 5 zu halten. Ich habe einfach momentan auch viel zu sehr die dieses Ding im Kopf, so das ist Ranking-Spiel, du musst dich konzentrieren richtig und dadurch macht man dann halt noch mehr Fehler. Oder hat er halt auch sehr oft Rollzim, den hatte ich auch schon. Ich bin glaube ich... Also ganz ehrlich, im Ranking gibt es so viele Pussys. Tut mir leid, dass ich so sage, aber... Da steht 5 zu 0 und die Leute, oh, surrender, surrender, we can't win. Und alle haten rum, alle flamen rum, sofort geht das los. Und ist doch kein Wunder, dass sie dann noch verlieren. Im normalen Spiel tust du auch mit 20 zu 0 ein Spiel noch countern. Und nee, das interessiert die dann gar nicht mehr. Die denken dann sofort, oh mein Gott, wir können nicht mehr gewinnen. Und dann geht einer AFK und so und dann kannst du das richtig mal gewinnen. Hatte ich zum Beispiel gestern erst, dann ist Morgana AFK gegangen. Wir hatten 10 Kills Rückstand und bei dem, was wir am Ende gerissen haben, hätten wir es mit Morgana locker noch geschafft. Aber okay. Ja. Wie sieht's aus, Fizz? Bist du endlich fertig? Mir geht der Gesprächsstoff aus. Lalalala. Ich würde mir auch so gern Skins holen, aber es kostet so Riot Points, so richtiges Geld. Da habe ich keinen Bock drauf. Man kann die sich leider auch nicht verdienen. So, Gegenstandsstätte 10 müsste das sein. Bist du das? Ja, schon, das ist das, genau. Und dann starten wir mal durch mit... Dorans Ring wäre das erste. Ja, bei dem Leben, was ich momentan habe, brauche ich den sogar. Dann den da und dann hauen wir mal noch... Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Heiltränke rein, hui! Wir sind alle verbunden. Und legen los. Und wir beginnen mit Blitzeis, Frostbiss. Ich glaube, ich brauche Frostbiss, damit ich auch ein bisschen Schaden drücke. Und gehen dann über die W zur Q. Wir werden dann als vierte und fünfte Fähigkeit nochmal Frostbiss erweitern und dann gehen wir auf die R. Ja, genau. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Ich bin ein Vogel. Ich bin weder die erste. Noch die letzte. Ich wollte euch unbedingt mal den Tanz von dem Vieh zeigen, das ist so geil. Warte, Moment. Yeah. Klatsche, klatsche, bam, bam, oh yeah. Ich finde das so genial. Down, down. Down, 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 vergangene Zeitalter. Niemand ist hier. So gehe ich hierher. Welche Veränderung wird dieser Wind mit sich bringen? Lalala. Lididilei.
Wie viel Mana kostet das? 50. Bam! Aber ich habe eine recht gute Mana-Regeneration am Anfang schon. Das heißt, das funktioniert alles. So, dann wollen wir hier mal... Hier ist nichts. Sinn in jeder Schneeflocke. So, und da ist der ADC. So, schön farm, Jinx. Gäbe ich 1000 Leben. Jawohl. Immer schnell ADC angreifen. Immer schön auf die Feinde. Lalalala. Oh, das wollte ich gar nicht. Verschwinde. So. Aua. Die haben immer noch ein Ward drin, das heißt, ich kann ja nicht so schnell rein und rausgehen. Jinx, ich bräuchte. Hihihihi. Damit haben sie nicht gerechnet. Sehr schön. Das heißt, ich habe überlebt und der Gegner ist stark angekratzt. Angekratzt. Dude. Etwas Uraltes. So, dann hauen wir mal ein bisschen drauf, damit das hier verschwindet. Und können sie jetzt das hier holen. Ich werde wieder. So. Immer auf die Großen mit drauf, damit die Gegner nicht, damit die Jinx keine Farm verliert. Ich habe diese und den letzten Drang schlucken. Ja, natürlich absolut kein Farmgeld. Ich muss dann so schnell wie möglich das Farm-Utensil kaufen. Das Supporter-Utensil. Supporter-Utensil. Na? Erstes Blut. Nicht sterben, Jinx, das wäre nicht so toll. Wir müssen auf jeden Fall hier irgendwas tun. Jum, bam. Schade. Ich glaube, die wissen, weil wer nie wer ist. Verschwinde! Oh mein Gott! Darf ich erstmal weg? Kurz weggehen. Ich glaube, ich warne sie nochmal vorher. Oh nein, nein. Sag ihr vor allem noch, geh weg. Nö, mach ich nicht. Das passt schon. Winterwind. Stirb. Wir sind alle verbunden. Stirb, 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 stirb. Mega, puh, hier voll drauf. Leben zieht so schnell an uns. Lalalala. Ja, es tut mir leid, ich kann deinen Farm. Ich muss deinen Farm gerade vernichten, weil sonst macht er den Turm down. So, der Dings kommt da um die Ecke. Ich bin weder die Erste, noch die Letzte. Oh oh. Treff! Nee, trifft nicht. Auch
ewig schwarzer. Sehr nice. Dann tue ich nochmal meinen Dings jetzt hier verbessern. Ich werde weggehen. So, okay, dann gehe ich mal ganz kurz nochmal weg. Das bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier sinnlos rumstehe. Weil Farm kann man ja eh gerade schlecht. Dann gehen wir halt nochmal back in die Base. Und kaufen uns. Als erstes natürlich jetzt. Das habe ich natürlich nicht mit reingebaut, aber okay, da habe ich gleich das hier. Und einen Trank hätte ich gerne noch. Das wäre nämlich ganz cool. Lasst uns aufsteigen. Nice, nice, kissy. Oh, fuck. Rennen. Oh mein Gott. Ein Verbündeter wurde getötet. Ich werde wiedergeboren werden. Das lief ja nicht so gut. Check ich Level 6, nehmen wir noch Level 5. Die beiden haben zwar kaum Leben, aber es reicht immer noch aus. Ja, drauf! So, immer schön auf den Farm achten hier, während der ADC nicht da ist. Wenn ich auch viel Geld kriege. Ich werde meine Heimat nicht im Stich lassen. Ich kann es den auch als ADC benutzen. Er kann ja genauso Fernangriffe zu tätigen. Und mit seinem Eich ist das ein ADC. Alles klar. Oh. Ne, habe ich nicht geschafft. Ich habe jetzt meinen Sturm, gell? Komm hier! Eises Kälte. Das gefällt mir jetzt mega gut, dieser Sturm hier halt bei dem Vieh, weil ich den halt, wenn ich richtig Mana habe, so oft einsetzen kann, wie ich möchte. Das ist halt mega nice, ne? Ihr müsst über eine Lebenszeit nachdenken. So, jetzt kann ich nämlich einfach mal hier... Vor allem beim Wegrennen macht das bei der Slow die Gegner auch. Also alle, die da drin stehen, kriegen magische Schaden. 80 plus 8 magische Schaden pro Sekunde zu und Lauftempo um 20 verringert. Ich träume von vergangenen Zeitaltern. Dann hau ich hier mal kurz rein. So. Und nice. Genauso will ich das sehen. So, du stellst dich da mal lieber nicht rein. Oh. Da hat mein Mana nicht ausgereicht. In jeder Schneeflocke. Hihi. So, okay, das haben wir. Hat der ihr, ich glaube, sie hat ihr gerade Mana zugesteckt. Ich wüsste zwar nicht warum, aber. Ich habe auch einen Jump. Ich bin der Schnee, der Wind und komm schon. Der wurde getötet. Oh mein Gott. Das kann halt echt nicht sein. Für Freude gebe ich tausend Leben. Und wir gehen zu... nee, ich gehe lieber nicht hin. Ich gehe weg. Weg mit dem Vogel. Ja, also das ist Anivia. Ich versuche nicht zu sterben. Gegnerische Doppeltötung. Oh, was ist denn da los? Huch! Oh! Da hat aber jemand von uns aufs Maul bekommen und das ist die gute Jinx gewesen. Magerinnerin alle 5 Sekunden. Das ist nice, also bekomme ich nämlich jetzt...